So Leute, weiter geht's mit Adam's Destiny Origins und ich habe das Problem endlich in den Griff gekriegt mit dem Speicherplatz. Ich weiß jetzt, woran es lag, auch wenn es hätte genug sein sollen. Egal, ich habe es geklärt. Das hier ist die neueste Version von Adam's Destiny. Ja, davor habe ich noch mit einer älteren gespielt. Hier ist eine neue. Ich weiß nicht, was sich noch alles ändert. Ich dachte, in meinen alten wären kaum Zeitquests. Sidequests, weil ich irgendwie nichts gefunden habe. Anscheinend waren schon welche da. Anscheinend sind sie nicht so ganz offensichtlich. Ich meine, ich erinnere mich an das Mädel in der Wüste, wo noch irgendwas gesucht hat. Vielleicht hätte man das suchen können und ihr dann geben können. Dann als eher unauffällig getarnt. Aber egal, es geht jetzt weiter mit Adam's Destiny. Ja, wir waren hier und ich weiß gerade nicht mehr, weil ich alles machen musste. Also laber ich einfach mal. Vater. Puh, er ist noch am Leben. Ein Glück, er atmet noch. Er hat mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Aber zum Glück ist er bloß ohnmächtig. Okay, wurde gerade noch mal kurz in Skype gestört. Ja, es geht heute. Ha. Falls euch bei Warcraft 3 Kaliron was sagt, heute Abend spiele ich zum ersten Mal. Mhm. Wie sagt ihr gerade WoW oder Warcraft 3? Warcraft 3 ist es auf jeden Fall. Also, zurück zum Spiel. Also, sie scheinen alle bloß ohnmächtig zu sein. Am besten bringen wir sie zu mir nach Hause, damit sie sich erholen können. Oh je, hoffentlich überhebe ich mich nicht. Tja, jetzt heißt es anpacken, Prinzessin. Ich trage Alex und du, Chris. Alles klar? Ja, klar. Weil er eine schwere Rüstung trägt und Alex bloß ein Magiergewand. Ja, vielleicht. Wir müssen vermutlich ohnehin mehrmals laufen. Also los geht's. Aber das und B, du hast auch gar nicht genug Betten zu bei dir zu Hause. Uff, ist der schwer. Seid ihr bereit? Dann mal los. Und jetzt will ich ein Bild vom Huckepack. Wie die so Huckepack tragen. Die armen Mädels. Die müssen die schweren, fetten Jungs tragen, die, naja, ihre Kräfte schon zu früh weggeworfen haben. Was? Treten ist genau wie zuvor. Könnte es damit zu tun haben, dass der Dämon, der dafür verantwortlich war, verschwunden ist? Ich weiß es nicht, aber es könnte gut sein. Naja, wir können uns nun mehr darüber Gedanken machen, aber zuvor eine antworten würde, wir wollen halt... Aber zu einer Antwort würden wir wohl nicht kommen. Wir sollten nun erst einmal nach Hause. Lauf, Erika, lauf. Gut gemacht. Er zahlt im Bett und die anderen drei dürfen auf dem Boden pennen. Wenigstens auf dem Teppich. Jetzt wissen wir, warum dort ein Teppich liegt. Das war ganz schön anstrengend. Also, es gibt da eine Sache, die ich mich schon seit eben frage. Wie soll es denn nun weitergehen? Eine berechtigte Frage. Wir haben wirklich keinerlei Anhaltspunkt, die uns dabei helfen könnten, Nemesis zu finden. Doch, den haben wir. Es sei denn, hast du eine Idee, Lia? Ja, vielleicht. Aber wie du schon sagtest, ist bloß eine Idee. Vielleicht hat es etwas mit diesem anderen Portal zu tun. In der Kathedrale stand noch etwas über ein weiteres Portal und an einem Ort namens Shed. Könnte es nicht sein, dass er dorthin zurückgeflüchtet ist? Wie kommst du denn darauf? Wieso sollte er ausgerechnet dahin gehen? Nun, mittlerweile wissen wir, dass Pat dieser Dämon von damals ist. Ihr erinnert euch doch sicherlich an die Geschichte, die Erzold aufschrieb. Natürlich. Ja, sicher. Stimmt. Da war was. Jedenfalls erinnere ich mich, dass in dieser Geschichte aus der Vergangenheit ebenfalls zu diesem Ort namens Shed drin stand. Nemesis war wütend, dass er das Portal in Trüten nicht öffnen konnte. Er war wütend, weil es nicht genauso funktionierte wie jenes in Shed. Vielleicht heißt es Shad, aber ich nenne es lieber Shed. Wahnsinn. Du hörst dich ja wirklich mal an. Noch so jedes kleine Detail hier.
da die einzigen Anhaltspunkte, die wir haben. Und ich finde, wir sollten ihnen so schnell es geht nachgehen. Wir müssen ihn finden, um jeden Preis. Ja! Du hast recht! Oh Gott, mein Schädel brummt. Ah. Was ist passiert? Wo sind wir? Wir leben noch. Tatsächlich, wir leben noch. Und euch ist auch nichts passiert, Prinzessin? Wie schön, das zu sehen. Wie es aussieht, hat es Chris wohl schlimmer erwischt. Von wegen! Hey, Chris, aufwachen! Es gibt Kuchen! Was? Was? Kuchen? Im Ernst? Ich will auch Kuchen und Cookies. So, damit wäre auch der Letzte wach. Könnt ihr uns mal aufklären, was ist denn nun passiert und wo zum Teufel ist Pat? Ihr habt's nicht kapiert, oder? Nun gut, wir werden euch alles erzählen, was vorgefallen ist. Der von wegen der pennt bloß. Was? Ist das euer Ernst? Dieser verdammte Winterlich. Ja. Pat hat euch alle total gelingt. Und am Ende hat er es sogar bei Erika geschafft, sie komplett zu verarschen. Aber erst am Ende. Dieses feige Verräterschwein. Dieser Arsch. Na warte, wenn ich den in den Finger kriege. Pat, ich meine, ne, es ist also geflohen und wir wissen nicht, wie wir ihn finden sollen, richtig? So ist es. Unser einziger Anhaltspunkt ist dieser Ort namens Chad. Chad? Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befinden soll. Nun, vermutlich irgendwo in der östlichen Region. Wieso denn ausgerechnet da? Unsere Reise führte uns bisher durch die südlichen und westlichen Regionen. In keiner von beiden befand sich ein Ort namens Chad. Und diese nördliche Region ist meine Heimat. Ich wüsste, wenn es dort einen Ort gibt. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie in den östlichen Regionen gewesen. Für mich ist dies das einzig Logische. Das klingt durchaus einleuchtend, Lia. Aber ich denke, wir sollten uns bloß nicht auf diesen Ort fokussieren. Wie meinst du denn das, Alex? Vielleicht hat er auch andere Spuren hinterlassen. Alles bloß eine reine Vermutung übrigens. Aber ich denke, wir sollten in Zukunft mit offenen Ohren reisen. Wir? Meinst du uns alle? Glaubst du ernsthaft, wir lassen euch von nun an allein weitermachen? Wir haben keine Elementarkräfte mehr. Na und? Kämpfen können wir immer noch. Außerdem habe ich noch eine Rechnung offen. Niemand verarscht mich und kommt ungeschoren davon. Nun, wir werden uns dann auf den Weg machen. Ich hoffe, dass unsere Suche Früchte tragen wird. Und Erzholz schläft erstmal noch eine lange Runde. Sollten wir herausfinden, werden wir alles Menschenmögliche tun, um euch zu informieren. Ach und, passt auf euch gut auf, Prinzessin. Werde ich machen, auch wenn du mich nicht sehen kannst. Pass auf dich auf, Prinzessin Rika. Passt auf Prinzessin Rika auf. Oh. So langsam sollte er akzeptieren, dass ich sehr gut auf mich selbst aufpassen kann. Ich bin doch kein kleines Mädchen mehr. Rika? Nee. Marlene, dein Einsatz. Oh, das will ich aber auch meinen. Na, warte du! Moment, was hast du gesagt? Hast du gerade zugestimmt? Wieso denn auch nicht? Du hast doch recht. Bitte vertragt euch nicht. Es macht dir Angst, dass du so freundlich bist. Kannst du nicht lieber wie dir die kleine freche Göre sein? Ja, du... Ja, kein kleines Mädchen mehr. Dafür umso mehr die... Umso grö... Dafür umso mehr eine große Furie. Kannst du nicht lieber hier das kleine Girl sein? Ja, kann sie. Erika?
Ups. Erika. Wir sollten uns auf den Weg machen. Meint ihr nicht? Ja! Marlene, du bist über den Stuhl getrampelt. Papa. Mama, was war hier drauf? Das Kampftheme. Okay, jetzt weiß ich es wieder, also kann ich meinen Arsch weiter bewegen. Mal sehen, ob die Leute irgendwas in Richtung Dunkelheit auch zu sagen haben. Wo ist Wesker? Seitdem alles dunkel wurde, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Tja, das war's mit ihm wohl leider. Endlich kann ich die Schönheit der Natur wieder befriedigen. Ich frage mich dennoch, was vor kurzem gewesen ist. Oh, versteckst dich schön hinter der Laterne, oder? Haben die hier schon Elektrizität? Ich meine, sowas wie neulich habe ich schon einmal erlebt. Oder trügen mich meine Erinnerungen? Nö, ist wirklich schon mal gewesen. Obwohl, hast du das wirklich überlebt? Es gibt schönere Instrumente. Gibt es schönere Instrumente? Ich denke nicht. Nö, ein andern Mal. Wobei ich bezweifle, dass es in der Stadt Zeitquests gibt. Allerdings bezweifle ich gerade auch so ein bisschen, dass die in den Gebäuden was zu sagen haben. Ich dachte, das Chaos vor 17 Jahren geht wieder von vorn los. Aber es war wohl doch bloß eine Sonnenfinsternis oder sowas. Schön, dass du das so siehst. Da muss ich mir keine Erklärungen überlegen, warum das so war. Erika, Gott sei Dank. Du bist wohl auf. Bist du gerade hier angekommen? Ich sage dir, ich sei froh, dass du nicht hier warst. Alter, ich war hier. Du wolltest mich nicht mal reinlassen. Aus irgendeinem unempfindlichen Grund war sogar die Tür zu meinem Haus verschlossen. Und nach der Finsternis oder Dunkelheit wieder offen? Ich hab ganz doll Angst, als alles dunkel wurde. Weskers Haus. Leider jetzt für immer leer. Schade eigentlich um ihn. Ich glaube, ich werde alt. Ich sehe Dinge, die nicht existieren. Ja, du siehst mich. Eigentlich wollte ich zur Kathedrale, doch als ich rausging, war plötzlich alles dunkel. Hatte ich vielleicht eine Angst. Ich bemerke schon nichts. Lese sinnmäßig das vor, was steht und nicht das, was dort steht. Genau das meinte ich. Treten ist eben nicht immer ein friedlicher Ort. Dennoch bin ich froh, dass alles wieder normal ist. Die Heiligen haben uns Ich geb dir gleich heilig. Also, Rika ist nicht heilig. Marlene ist nicht heilig. Lila, nein. Erika, nein. Keiner von uns ist eine Heilige. Also, die Heiligen haben uns nicht gerechtet. Punkt, Ausschluss, fertig, wie das Amen in der Kirche. Die Leute im Schutz sind wirklich unverschämt. Sie wollten mir noch nicht einmal Unterschopf gewähren. Hi, Unverschämtheit. Oh, ich hatte gehofft. Neue Ausrüstung. Nee. Nochmal. Wo geht's denn lang? Es gibt einen ganz bestimmten Weg, den ich jetzt gehen muss. Allerdings beim letzten Mal habe ich ihn überhaupt gar nicht gesehen, dass der überhaupt noch existiert. Oh, ich müsste mal wieder wie ein Festival weitermachen. Die Hälfte von der nächsten Folge habe ich schon, aber die andere Hälfte noch nicht. Naja. Hey, hast du schon gehört? Die Arbeiter aus Rakia haben den Weg zur nördlichen Region wieder begehbar gemacht. Ja, endlich. Und das gerade noch rechtzeitig. Richtig, jetzt können wir doch noch zum großen Turnier nach Lauria gehen. Ich dachte schon, ich hätte meine Karten umsonst gekauft.
Na gut, alter Junge. Dann lass uns mal gehen, sonst verpassen wir noch etwas. Dann mal dürft ihr raten, an welchem Turnier wir mit Sicherheit teilnehmen müssen. Okay, das war der Weg, nur ich dachte irgendwie beim letzten Mal, habe ich den wirklich übersehen? Na dann, mal die Minenstadt durchsuchen, hier in Rika. Hier wohnt ein äußerst seltsamer Mann, sogar sein Haus unterscheidet sich von allen anderen. Na, das wird ja wohl mehr als eindeutig dann sehbar sein, oder? Oh ne. Kein Klavier, aber ein alter Mann. Ich bin schon zu alt für die Minenarbeiten. Die jungen Hüpfer können das mal erledigen. Hohoho. Bist du Weihnachtsmann oder was? Nee, Bart nicht lang genug. Lea. Willkommen bei der legendären Suche nach der Kiste mit etwas drin. Zweimal Magietrank. Zum Glück habe ich noch so einen leichten Überblick, was ich schon durchsucht habe und was nicht. Sonst hätte ich jetzt Probleme. 200 Zenny. Vier oder fünf Schätze vermute ich. Drei habe ich auch schon auf jeden Fall gefunden. Gut, das war der vierte. Okay, hier haben wir noch eine Truhe. Gut, sind nur vier und jetzt durchsuche ich was anderes. Wing, wing und... Ob mir das ja auch irgendwas bringt, hier hinten durchzulaufen? Anscheinend irgendwie nicht. Aber war lustig. Ich habe keine Lust mehr zu arbeiten. Das können die anderen machen. Faule Sau. Du kriegst heute keinen Mittag. Ha, schmied bitte ein paar Gegenstände. Das Schmieden ist meine größte Leidenschaft. Doch in letzter Zeit wollen immer weniger Leute meine Dienste beanspruchen. Tja, so ist es eben. Die ganzen neuartigen Läden mit Fertigwaffen rauben mir die Kunden. Und genau an der Stelle hätte man wie nochmal zum Beispiel ein kleines Schmiedesystem einbauen können. Sammle dieses Erz und diese Sachen von Gegnern und mach daraus diese Waffe oder diese Rüstung. Mein Papa arbeitet jeden Tag in den Minen. Ich glaube noch, hier gibt es keine Klaviere. War ich bei der schon? Wenn die Durchgänge zu den verschiedenen Regionen wieder freigelegt sind, soll sich hier ja einiges ändern. Was das wohl heißen soll? Ich suche das Haus vom verrückten alten Mann, was sich so unterscheiden soll. Du hast mir doch erzählt, hier wohnt ein äußerst seltsamer Mann, sogar sein Haus unterscheidet sich von allen anderen. Ach so. Mit unterscheiden meinen sie dieses Haus hier. Naushaus. So seltsam finde ich dann gar nicht. Okay, wohin führt der Weg? Endlich ist der Weg frei. Yippie! Zombies! Ob ich damit wirklich zu den nördlichen Regionen komme? Na, mal schauen. Mach mal. Ich bin mir nicht sicher, aber ist das das gleiche Charset von Miyuki? Ist mir gar nicht aufgefallen. Für mich ist das nämlich irgendwie immer Erika. Erika, die Schlafmütze. Okay, ich darf wieder zurück, weil das hier der Weg zu den nie ohne westlichen Regionen ist.
und zum Forsterwald. Auf jeden Fall hieß die Stadt so. Und wenn ich richtig gesehen habe, habe ich auch nicht den Weg zu dem Wald der Illusionen gesehen. Ob der noch drin ist?